Also gut, Bear. Gehen wir zurück nach Vietnam. Als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Es war Ende Januar 68. Wir waren ein gemeinschaftlicher CIA-SOC-Einsatztrupp, eingebettet in das 3. Marineregiment bei Da Nang. Die SOC war dort, um sowjetische Aktivitäten auszuspionieren. Es hieß, russische Agenten seien in der Region aktiv. Perseus war in Vietnam nicht in Erscheinung getreten. Das änderte sich in Da Nang. Irgendwie hatte Perseus von der Operation Fracture Jaw erfahren. Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Startpunkt war Camp Haskins. Ja, das Drecksloch werde ich nie vergessen. Diese Erinnerungen brauchen wir. Kein Detail ist zu winzig. Ein Gesicht, ein Name. Wir suchen nach allem, was uns zu Perseus führen kann. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In einem Feld voller Heuhaufen. Vielleicht, aber die Nadel ist irgendwo. Denk dran, wir hatten eine Mission. Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Bell, Zeit zum Aufstehen. Es geht los. Willkommen zu einem weiteren Tag in Camp Haskins. Unsere kleine Oase in diesem gottverlassenen Scheiß. Du bist hier ziemlich sicher. Hey, Butcher! Was macht der Arm? Tut immer noch sau weh, aber immerhin kann ich ihn bewegen. Hey, Sims, diesen Mist zu lesen macht blind. Wusstest du das? Ja. Deshalb soll alles hier oben rein. Bell, du fliegst mit Sims. Ihr habt meistens guten Einfluss aufeinander. Wir haben einen neuen Auftrag. Basis Ripcord 4 hat einen wertvollen Gegenstand, den Charlie unbedingt haben will. Was denn für ein Gegenstand? Einen, der dich nichts angeht. Ripcord musste verdammt viel einstecken. Also müssen wir die Fracht jetzt sichern und da rausbringen. Ganz ruhig. Wir haben ein paar verdammt schnelle Vögel, die Luftunterstützung bieten. Das wird ein Kinderspiel. Headsets auf. Alle Vögel melden, wenn bereit. Delta 9-1 ist abflugbereit. Delta 9-2 ist bereit. Delta 9-3, Rotoren laufen. Alle Vögel, los, los, los! Gas geben und hochziehen! Alle Vögel sind in der Luft. Sitzen auch alle bequem? Oh Mann, Adler! Warum habe ich diese Ahnung, dass du schlechte Nachrichten hast? Weil du ein schlauer Junge bist, Sims. Sind aber nicht schlecht, könnten sogar sehr, sehr gut sein. Die Fracht bei Ripcord muss noch ein bisschen warten. Wir spalten uns von der Armada ab, ein kleiner Umweg. Und das ist gut, weil... Ein Informant berichtet von einer großen Nummer in der Stadt. Einem Sowjetagenten namens Perseus. Oh, scheiße. Ich schätze deinen Enthusiasmus, Sims. Wenn unsere Quelle stimmt, ist das eine Goldmine an Geheimdaten. Als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Nähern uns jetzt dem Dorf. Roger, richten eine Landezone ein. Raketenwerfer! Und Schock 2, einheizen. Da, im Glockenturm. Wir rein!
wir es durch. Hinter dir! Du bist dran, Bear. Öffne die Tür. Adler, wir bestätigen. Sowjets vor Ort. Sicher? Tja, ich habe zwei Leichen vor mir, die eindeutig keine Vietnamesen sind. Bear, schnapp dir die Daten. Sehen wir mal, mit wem sie gequatscht haben. Mission erfolgreich. Wir haben die Daten. Hauen wir ab. Sehr gut. Verliert die Daten nicht. Wir kommen euch jetzt einsammeln.
Alles klar, zurück zur Armada und holt die verdammte Fracht! Sock? Ja, ja. Geht das auch irgendwie schneller? Ja, Sir. Vielen Dank. Danken Sie nicht mir. Danken Sie Bell. Bell hat uns ein Scheißbuch voller sowjetischer Daten beschafft. Gehen wir. Jetzt. Viel Erfolg, Commander. Eine Bombe? Soll das ein Blitz sein, Adler? Eine Absicherung. Mehr musst du nicht wissen. Sind wir schon so verzweifelt? Noch nicht.
wusste es. Sims! Bill! Status! Uns geht's gut! Bill, bring das Geschütz zum Laufen, bevor wir überrannt werden! Die Vögel! Schnapp dir eine Waffe! Halte sie uns vom Hals! Das wohl als Erfolg durchgeht, Sims? Wenigstens ging die Bombe nicht hoch. Viel wichtiger. Wir haben Infos über Perseus.